Vereint Segel setzen. Unter diesem Motto startet ab November 2023 die Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns zum dritten Mal. Bei einer Pressekonferenz am 2. Oktober im Seglerheim Schwerin informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über diese großartige Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Von der Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns soll ein Impuls für einen Aufbruch ausgehen, sagte Schwesig. Wir müssen in einer Zeit große Herausforderungen die Segel richtig setzen und Deutschland gemeinsam voranbringen. Die Bundesratspräsidentschaft steht deshalb unter dem Motto Vereint Segel setzen. Vereint steht für das vereinte Deutschland. Segel setzen passt zu einem Bundesland mit viel Wasser wie Mecklenburg-Vorpommern. Und es beschreibt auch die Aufgabe, vor der Deutschland steht, so die Ministerpräsidentin. Passend zum Motto ging es für Manuela Schwesig aus Wasser. Der ruhige Schweriner See lud zum Segeln vor dem Schweriner Schloss ein. Im Anschluss beging Manuela Schwesig mit rund 250 Akteuren des Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertretern aus Stadt und Land den Festakt Deutsche Einheit im Mecklenburgischen Staatstheater. Wir feiern morgen den Tag der Deutschen Einheit. Das ist ein wichtiger Tag für unser Land, denn das ist auch der Geburtstag unseres Landes. Und gleichzeitig freuen wir uns auch, dass wir morgen den Staffelstab kriegen für die Bundesratspräsidentschaft. Im nächsten Jahr wird die Einheitsfeier für ganz Deutschland hier bei uns im schönen Schwerin stattfinden. Darauf bereiten wir uns vor und darauf freuen wir uns. In ihrer Rede rief die Ministerpräsidentin die Bürgerinnen und Bürger auf, sich für die Demokratie zu engagieren. Demokratie lebt vom Mitmachen, von unterschiedlichen Meinungen, von Dialog und Austausch und den Willen, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Demokratie steht für Zusammenhalt, Vielfalt und vereint neue Segel zu setzen.